Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Weiter geht es hier. In der Wüste Ranel sind wir ja hier zuletzt gewesen und haben an dem lustigen Lorenlecken von unserem Goron-Kumpel hier teilgenommen. Ja, es hat erstaunlicherweise den gesamten Part gedauert, bis ich endlich mal den Rekord brechen konnte und das Herzteil einzusammeln. War aber auf jeden Fall doch aber eine ziemlich lustige Sache und ich bin echt so froh, dass es endlich vorbei ist. Gut, als nächstes wollte ich dann mal in den Wald von Faerûn nachschauen, weil ich da immer noch ein Herzteil vermute, das ich vielleicht noch gar nicht eingesammelt habe. Da bin ich mir allerdings noch nicht so sicher, aber ich will mal trotzdem mal nachschauen, um sicher zu gehen. Also könnte sein, dass es Zeitverschwendung ist, aber das ist sowas von egal. So, Vogelstatue untersuchen. Ich will erstmal kurz ins Wolkenmeer. Ja. So, und dann würde ich auch mal vermuten, das war dann auch das letzte Herzteil, das ich dann zu diesem Zeitpunkt finden konnte. Für den nächsten muss ich ja eben halt dann wieder zurück zur Stätte der Lieder gehen, damit ich meine neue Prüfung in Angriff nehmen kann. Und dann müsste das ja eigentlich ja alles ganz okay sein. So, dann mal los. Ich will zum Wald, denn dort ist noch ein Herzteil für mich, ja. Und ich sollte nicht mehr singen, also bitte nicht singen. Das geht ja gar nicht. Jedenfalls nicht bei mir. Und dann geht's hier abwärts. So, in den Wald von Faerûn mal wieder. So, zur Statue. Wohin will ich? So, Tempel des Siegels, Hintereingang. Yep. So. So, und da sind wir mal wieder. So, dann muss ich ja mal gucken. Okay, da oben sind die Schmetterlinge. Ja, und jetzt hoffe ich nur mal, dass mal auch der Grone hier ist. Ja, na toll, natürlich nicht. Er ist nicht da. Na super. Ich schätze mal, er kommt wahrscheinlich erst später wieder. Na toll. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, wo er momentan ist. Er ist ja momentan leider in Elden. Und ich glaube, er kommt ja erst wieder zurück zum Wald von Faerûn, wenn ich ja jetzt die letzte Flamme gefunden habe. Na, das ist ja natürlich ein wenig ärgerlich, aber egal. Gut, da kann ich jetzt nichts gegen machen. So, dann mal los. So, mir wäre jetzt erstmal spontan nicht einfallen, was ich noch machen könnte. So. Herzteilmäßig ist da ja nämlich, glaube ich, nichts mehr. Müsste ich mal kurz mal nachschauen. Ich habe mir ja dafür zum Glück eine kleine Liste hier aufgemacht. Aber ich sehe ja momentan gerade gar nichts darauf, was ich jetzt noch machen könnte. Nee, also ein paar weitere Herzteile sind jetzt dann nur noch später im nächsten Dungeon, den ich ja betreten kann, wenn ich die Prüfung bestanden habe. Aber dafür muss ich sie ja erstmal machen können und dafür muss ich ja wieder zurück zur Stätte Lieder, um das neue Lied zu lernen. Dann muss ich ja den Eingang zur Prüfung finden, die Prüfung bestehen, die Belohnung erhalten, damit ich das neue Gebiet betreten kann und dann den Dungeon. Ja, und jetzt versuche ich das alles mal zehnmal schnell hintereinander zu sagen. So, so, da ist ja schon der Eingang. Na, los. So. Stätte der Lieder, wir kommen. Oh Gott, was sind denn das für große Käfer, ey? Das ist so ekelhaft. So. So.
da sind wir ja auch schon. Die Stätte der Lieder. Und abspringen bitte, Link. So. Dann mal los. Unsere nächste Prüfung. Und ich überlege ja gerade, ob ich die eigentlich sogar in diesem Part schon schaffe. Bin ich ja mal gespannt. So, unser letztes Lied, das wir hier lernen. Wow! What the... Was ist jetzt hier los? Diesmal fährt das Ding da nach oben? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, vernimm nun die Botschaft der Göttin. Sucher der göttlichen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch eine göttliche Flamme fehlt dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze und du wirst die göttlichen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich zum Vulkan Eldin, wo dich die letzte deiner Prüfung erwartet. Und los geht's. Dieses Lied heißt Dienstkraft. Ein Lied der Kraft, das dich führen wird, Gebieter. So, du hast dir Dienstkraft eingeprägt. So. Ich werde Dienstkraft für dich aufbewahren. Mit der Aura-Suche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Vulkan, Eldin. So, dann mal los. So, da ist sie. So. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich weiß ja noch so ungefähr, wo ich ja jetzt suchen müsste. Naja, genauso wie eigentlich ja bei den anderen beiden Prüfungen, werde ich ja natürlich erstmal beim Tempel nachsehen. So, gut, aber erstmal muss ich ja natürlich hier raus, sonst wird das nix. So, zack. So, dann mal los. Ah, Mann, das ist immer jetzt mal so ein bisschen nervig, immer jetzt mal hier so diesen langen Weg zu fliegen. Tja, aber was soll man machen? Es gehört nun mal dazu. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wo geht's jetzt nach Eldin? Ja, da lang. So, ein bisschen nach oben steigen. So. Und jetzt schön Sturzflug machen, damit ich sogar ein bisschen an Tempo kriege. So. So. Na, das ist doch super. So schaffen wir den Vulkan ja in Handumdrehen, genau. Obwohl, ich könnte jetzt hier noch so mal kurz den Beschleunigungsring durchfliegen.
So, komm, schauen wir doch. So, und dann sind wir auch schon fast da. So, bewege dich zu der Vogelstatue, zu der ich dich bringen soll, und drücke A. So, wir wollen ja zum Tempel am Vulkan ran. Zu dieser Vogelstatue reisen? Yep. So. So, da haben wir es. So. Wir sind am Vulkan Elden angelangt. Suche mit der Aura-Suche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Ja, ja, ich mache ja schon so. Okay, so wie es aussieht, bin ich wohl doch ein bisschen abseits. So. Na schön, da muss ich wohl doch etwas weiter runter. Ich hatte eigentlich ja wirklich gehofft, das wäre irgendwo hier. Aber so wie es aussieht, ist es wohl irgendwo weiter da hinten. Na gut, das ist ein bisschen ärgerlich, aber na gut, was soll ich da jetzt machen? Hilft ja nichts, ich muss ja irgendwie da hinkommen. So. Aura-Suche nochmal. Okay, der Eingang zur Prüfung ist irgendwo in der Richtung. Ah, Mann. Ja, wieso merke ich mir so einen Scheiß eigentlich nie? So, da ist sie doch. Ich hätte nur hierher müssen. So, ich habe jetzt noch ungefähr 7 Minuten Zeit. So, okay, fangen wir mal an. So, los geht's. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. So. Gut, dann legen wir mal los. Richten wir das Schwert aus. Und rein damit. So, dann bin ich ja mal gespannt. So, das wird auf jeden Fall ein ziemlich hartes Stück Arbeit für mich. Vor allem, weil ja auch einige an ziemlich bekloppten Stellen hier sind. Das seht ihr ja jetzt gerade hier. So, da wären wir. Die letzte Seirin. Gebieter Link. An diesem Ort wird deine Kraft auf die Probe gestellt. Dies ist Dienstseirin. Um die letzte der Flammen, die dein Schwert stärken, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen, Gebieter. So. Okay, da ist wieder unser Seelengefäß. So. Bringe das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist, und deine Seele wird wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Hast du noch Fragen an mich? Nö, ich kann. Es kann losgehen. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. So, dann muss ich jetzt erstmal schauen. Also eigentlich ist ja sogar schon fast das gesamte Vulkangebiet hier verfügbar dafür. Unter anderem ja auch erstmal das hier, so die ganzen Sandbänke und so weiter.
Ja, und, oh Mann, das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo jetzt die erste das erste Teil hier ist, damit ich ja jetzt gleich sofort hier was zum Einsammeln habe. Aber, ach Mann, das ist wohl dieses da hinten. So, du hast eine von Diensträne erhalten, die ihre heilige Macht hindert die Hüter für 90 Sekunden daran, sich zu bewegen. Sammle alle 15, um diese Prüfung zu bestehen. Ja, okay. So, dann muss ich jetzt erstmal kurz gucken. Ja, ich sehe hier schon ein Lichtsignal. Weiter oben auf dem Berg sind auch noch welche. So, um da ranzukommen, muss ich erstmal hier so hochlaufen. Und ich werde mich am besten als erstes mal um die oben auf dem Berg kümmern, damit ich ja erstmal überhaupt eine Chance hier habe. So, okay, ich bin hier oben. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wo jetzt als nächstes hier noch ein Lichtsignal ist. So, da hinten. Das ist ganz schön weit. So, da unten. Aha. So, gut. Das war auch eine ziemlich schwer zu erreichende Träne, wie ich fand. Boah, das war ein bisschen knapp. Mann, ich will die Ausdauerfrucht haben. Oh, scheiße! Nein, nein, nein! Das ist schlecht, das ist echt mies. Oh, Mann. Nee, das war's. Och, Scheißdreck! Na super! Mann! Muss ich herausgehen, dieses blöde Teil reinrennen. Geh wieder, Link. Ich stelle fest, dass die Sammlung der Tränen nicht erfolgreich war. Ja, ja, wissen wir. Geh bitte, du kannst die Prüfung der Göttin so lange ablegen, bis du dich ihrer würdig erwiesen hast. Du solltest dir eine Taktik überlegen, etwa die einfach zu finden Tränen bis zum Schluss aufbewahren. Sammle 15 Tränen und kehre in diese Welt zurück. Ich warte hier auf dich. Ja, Pfei, ich wusste es doch, deswegen habe ich auch erstmal mit dem ganz oben angefangen. Na gut, okay, da kann man jetzt nichts machen, also gut. Ich schaue jetzt hier auch gerade auf die Uhr wieder mal, es ist langsam mal soweit, ich muss den Part beenden, Leute. So, beim nächsten Mal schaffe ich es aber dann. Wünsche mir erstmal schon mal an dieser Stelle viel Glück. Ich bedanke mich mal wieder hier fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.